Freunde, was geht? Erfolgt hier am Start. Heute beginnt die Amerika-Reise. Haare schon ein bisschen gekürzt. Ich bin hier gerade am Flughafen. So sieht's aus. Ziemlich klein. Von da aus geht's einfach mit einer kleinen Maschine nach München. Und von München dann mit einem A380 rüber nach Los Angeles. Aber ich muss vorher noch getestet werden. Wenn ich da gar nicht durchkomme, dann ist der Urlaub schon verkackt. Das war's dann mal wieder. Komplett. Jetzt bin ich hier endlich im Motel angekommen. Sicherheitskontrolle hat gut geklappt. Auto mussten wir lange warten. Inzwischen haben wir es hier vor Ort 19 Uhr. Das entspricht bei uns 4 Uhr. 6 Uhr bin ich aufgestanden am Samstag. Und jetzt haben wir Sonntag 4 Uhr nachts. Noch ging ja gar nicht geschlafen. Aber hier freue ich mich schon drauf. Schnell duschen und Abfahrt. Eben gestärkt, Frühstück gehabt. Jetzt ist Tag Nummer 1.
Oh, ich weiß nicht, ob man mich gut verstehen kann, weil hinter uns hier ist der Highway Number One. Hier sind wir aber am Pazifik. Da hinten ganz weit in der Ferne, ganz weit draußen, ist irgendwo Hawaii und dann kommt schon Japan und China und so Zeug. Aber hier erstmal entspannt das Surferparadies. Nice. Da ganz hinten in der Ferne kann man auch Los Angeles ein bisschen sehen, aber ist schon echt schwer. Das geht von da komplett bis da hinten. Also ist eine Riesenstadt. Ich meine gehört zu haben, dass es die flächenmäßig größte Stadt der Welt ist. Ist auf jeden Fall schon heftig. Aber wegen dem ganzen Scheiß Abdasen da sieht man die Stadt jetzt eher schlecht. Aber hier sieht schon bezaubernd aus. Aber das Wasser ist leider ein bisschen kalt. Also ja, der Atlantik so, bei Florida ist er schon um einiges wärmer. Also in meinem Allgäu-Vlog habe ich ja gesagt, dass man da schön auf der Wiese so ein Haus platzieren könnte und damit der Aussicht sein könnte. Aber hier in dem Haus mit dieser Aussicht schmeckt mir wohl doch noch mal ein paar Geschmacksstufen besser. Bezaubernd. Wir sind jetzt hier auf Lecker-Schmecker-Basis was essen. Das erste Mal bei In-N-Out Burger. Hab sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Hier sind so Pommes. Und hier die Burger. Ja, drin ist auf jeden Fall rappelvoll. Das kann ich euch schon mal sagen. Hier draußen ist auch alles voll. Also die Bude boomt hier wirklich. Das, was die anderen Leute gesagt haben, kann ich auch nur bestätigen. Das war auch richtig lecker, lecker Schmecker. Bei In-N-Out Burger war auch richtig bezaubernd. War jetzt wirklich auch bezaubernd. Nebenbei, ich bin hier gerade am Hotel. So sieht das Ganze hier aus. Geht eigentlich komplett klar. Da unten unser Auto, Ford Expedition, ein richtiges Schiff. Und dazu werde ich euch jetzt versuchen, ein kleines Video zusammenzustellen. Ist auf jeden Fall auch ein riesiges Gefährt. Richtiger Straßenkreuzer. Aber wie auch immer das nennt, ich komme gerade nicht drauf, muss los. Richtiges Schiff auf jeden Fall. Es ist richtig riesig. Kann ich nochmal von oben so zeigen. So. Wirklich ein Riesenvieh, aber das brauchen wir auch. Weil wir sind ja hier Touristen und haben ein paar Koffer. Da braucht man schon ein bisschen größeres Vehikel. Aber ist echt auch richtig nice. Das hatte ich schon 2015 hatten wir dieses Auto, 2016, 2017, 2018 und jetzt 2019. Und es ist ein richtig nices Auto auf jeden Fall. Also wenn ich hier leben würde, würde ich auf jeden Fall dieses Auto.
Wir sind jetzt ja auch nebenbei auf dem Weg nach San Francisco. Also heute ist ein recht langweiliger Tag, weil heute wird nur gefahren. 500 Kilometer sind es heute insgesamt. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen kalt hier aus. Also hier würde ich jetzt nicht so gerne wohnen, weil, ja, wie gesagt, es ist halt kalt, ne? Ja, schwimmen gehen kann man hier auch eher schlecht, weil man hier rausgezogen wird von der Strömung. Also, ja, so mein perfekter Wohnort wäre jetzt hier sowieso nicht an der Küste. Also unten schon, Los Angeles mäßig und Malibu da schon, aber hier oben nach San Francisco oder nicht. Dann werden wir morgen auf jeden Fall in San Francisco sein und da wird es einen wundervollen Vlog von dieser bezaubernden Stadt geben. Seeelefanten sind das, glaube ich. Sind auf jeden Fall auf ganz entspannt hier am Start. So, wir sind jetzt hier bei Little Caesars. Das ist so ein Pizzaladen hier. Und die Pizza ist so günstig, die kostet 5 Dollar. Bruder, sieht aber schon lecker schmeckermäßig aus, ne? Wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal. Jetzt sind wir hier am Pier von Santa Cruz. Der ist auf jeden Fall auch berühmt und sieht auch nice aus. An der Stelle verabschiede ich mich auch mal für dieses Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert unten kostenlos den Kanal. Wäre ein richtig nicer Support für mich hier. War auf jeden Fall schon recht nice hier, der erste Vlog, glaube ich. Aber die nächsten Tage werden noch besser mit den ganzen Nationalparks und halt den Städten. Also wir sind halt in Los Angeles gelandet und dann halt einfach direkt erstmal weggefahren. Und dann machen wir Los Angeles meistens so in Woche 3, also so Mitte bis Ende. Ja, das ist auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Macht's gut, haut rein und ciao.